Weißt du was? Ich mach folgendes für ein Feuer. Ich nehme jetzt zwei Stocks. Schmeiß die hin. Schmeiß das Brennholz rein, grille, und wenn das dann verschwindet, dann haben wir nicht so viel Verlust. Ach, das geht. Mit zwei Brenn, mit zwei Stock. Ja, mit zwei Stock. Ich habe immer mit Steinen gemacht. Hä? Was? Host is not responding. Was? Ich bin responded. Was für ein Problem hast du gerade? Der Horst, der meldet sich nicht. Wie jetzt? Ich bin ja hier. Ich zock ja gerade. Jetzt ist wieder. Jo. Lol. Irgendwie hat in dem Fall das Spiel gerade so ein paar Bugs. Weil ich hab gerade einen Baum gefällt, ne? Und ich hab wirklich. Legit. Plötzlich einen Baum gefällt, aber der Baum war nicht mehr da. Also, weder ist der gefallen noch sonst was. Ach so. Nur noch das untere Teil war da. Fertig. War ganz skurril. So. Also fällst du einen Baum, der Baum ist einfach verschwunden, disappeared, weg, nicht mehr da, non-existent. Also ich helfe dir mal, Leo. Du bist jetzt auch gleichzeitig am Streamen, ne, oder? Ja, genau. Perfekt. Auf YouTube und nice. Twitch. Die Frage ist für mich kurz... Okay, jo. Son of the Forest zeigt's an. Perfekt, das ist okay. Bei Twitch hat immer so ein Problem teilweise. Ist, wenn ich das Ding erst am Nachhinein ändere, dass es irgendwie nicht klarkommt mit den Änderungen. Ja. Okay. So. So, jetzt geht's. Aha. War der eine Treppe rausgeworfen? Wollte ich nicht. Ich bin gestorben. Nee, doch nicht ganz. Ich dachte, ich wäre gestorben. Lul, was machst du? Ein bisschen weit fallen. Tief fallen. Hast du gemerkt, ich habe Huste viel weniger. Ja, was hast du jetzt gekriegt? Hustensirup? Nichts. Natur, Luft. Also du meinst Smog, Rauch von Zigaretten und so? Ja, das ist pur. Nein, Tee trinken müssen wir abwenden. Aber das mache ich seit 2 Wochen. Tut sich irgendwie nichts. Und Junge, was ist Elvin hier los? Elvin sammelt Steine bei mir. Ah, Junge! Jetzt kommen schon die toten Tiere. Ja. Ureinwohner lockt die. Toten Tiere locken Ureinwohner an. Ja. Hab ich jetzt einen umgebracht? Ja, nice. Oh, hier rennt wieder einer mit Baseballschläger rum. Und schon 2 rennen hier mit Baseballschläger rum. Also das wird interessant für uns. Darf aber nicht wahr sein. Wenn immer Leute hier rumrennen. Also das wird äußerst instabile Verbindung. Wahrscheinlich, oder?
Also jetzt. Achso, GeForce, ne? Ja. Lustigerweise. Ja, Baumfälle, das Baumfällen wie. Du hast ja das Ding ja. an, dass es auf schlechte Netzwerkverbindungen reagiert, ne? Muss man sein. Vielleicht, weil ich weiß nicht. Junge, die Tür ist. Ach so. Kelvin ist schuld. Ich glaub immer schuld. Kelvin ist grundsätzlich an allem schuld, was hier passiert. Auch ist dir das nicht aufgefallen? Auch für positiv? Boah. Der obere Teil kann ich komplett, also wenn es jetzt wirklich stimmt, ohne Zwischending, wow, das ist echt genial. Das heißt, wir könnten unser Schlafgemach dann nach oben versetzen, dass wir ein bisschen ruhiger schlafen. Ja. Und dann können wir hier unten vielleicht so Lager und so machen. Können wir. Oder oben also Lager oder ich weiß nicht was oder keine Ahnung. So. Ich hoffe, es wird bald mal wieder Frühling. Aber dem Kackwetter hier zu bauen. Findest du angenehm? Findest du angenehm? Dann sind heute weniger Gegner hier. Wenn es angenehm ist. Ja, also finde ich auch. Irgendwie viel weniger hat. Ich weiß nicht. Die kommen wahrscheinlich eh in Wellen und ja, ist die erste Welle. Ja, so. ich glaube wirklich, du hast recht, die kommen in Wellen. Muss dann haben sein. Wir jetzt gerade eine Welle, eine Phase, wo sie weniger kommen, weil wir diesen Riesendulli da mit Mayonnaise besiegt haben. Mayonnaise? Ja, kennst du es nicht, wenn man anstatt Sonnencreme Mayonnaise verwendet hat, dass man Sonnenbrand kriegt? Nein. Mayonnaise für Sonnencreme oder was? Finde ich eine gute Sache. Auf jeden Fall schmeckt es dann, wenn man es abschleckt. Lichtschutzfaktor 100. Safe. Gut, Kleidung macht sie auch. So, Entschuldigung, hab mich gerade gemutet, ne, wegen. Ja, verstehst du. Hustern fahren oder was? Jo. Ich krieg ein bisschen Wasser vielleicht, das noch weiter. Virginia, kann ich dir irgendwie helfen? Ich weiß nicht, vielleicht ist er nicht mehr zu helfen. Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch. Dass ihr da nicht mehr wirklich zu helfen ist. Ey, es ist wirklich gigantisch. Boah, mega cool. Müssen wir hochkommen, wie groß eigentlich ohne Stütze gebaut werden kann. Oder wie weit, besser gesagt. Ach, ich muss einen einzigen Flock in der Mitte bauen. Boah. So, we need Brennholz again. Weißt du was? Ich opfer mal so 2-3 Bäume nur für Brennholz. Ja, du kannst gleich 4-5 fällen, ne? Jo, ich fälle mal hier. Sammelst du die Stämme ein? Ja, wie dann passt. Oder fragst du Kelvin?
Eventuell. Nee, nee, der soll Steine sammeln. Für unsere Verteidigung. Level 12 bin ich jetzt. Wow. Ich weiß gar nicht, was ich bin. Was ich war. Ich muss das nächste Mal dich achten, wenn kurz vor Rot ist. Also kurz vor Abschluss vom Bizeps. So. Bin ich gerade blöde, wurde hier Holz entfernt? Was ist ich? Egal. So, da legen wieder zwei Baumstämme. Ich nehme die zwei Baumstämme, bearbeite sie für Brennholz. Mhm. Weil wenn man vom Timing her aufpasst, kann man das Brennholz gezielt wieder nachlegen jetzt. Jetzt geht's irgendwie mit dem Feuer. Nachlegen. Vorher ging das nicht mit den Steinen. Ich glaube irgendwie, das mit den Steinen ist noch buggy. Anders kann ich mir es aktuell nicht erklären. So, zack. Ja, cool. Oh. Ich bring das ganze Zimmer nach oben. Sag mal, ey, wo ist da dieser rote... Ah, er kann... Checkt das natürlich nicht, weil zu viel Holz auf einem liegt. Jetzt checkt das immer noch nicht. Ah, jetzt. Muss lange draufbleiben. So, das kann ich schon mal hier wieder drauflegen. Hä? Ich finde das Ganze hier richtig cool. Vor allem, ich weiß nicht, die erste Etage können wir vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Aber die zweite, die ist dann, ich finde es. Du kannst riesig. Die zweite Etage dann noch größer machen gleich. Weißt du warum? Wir müssen nur noch die untere Etage verdachen. Hä? Habe ich ja. Total nein. Ach, du bist es auch noch da vorne, den ja, ja, das. Ah, nee, so. Das soll ein Balkon werden. Das, genau, das sollte ja der Balkon werden. Du willst jetzt das komplette Haus nehmen, oder was? Ich dachte, dass wir da. Wir bauen jetzt eine Riesenburg. Wir bauen eine Base, Till. Weißt, wie das endet mit Bauprojekten von uns? Leider zu gut. Ja. So riesengroß Plan, dass man es nie fertigstellen kann. Der zweite Staffel draus machen, die man nie anfängt. Genau. Müssen wir mal machen, ne? Irgendwann. Ich denke so auch an... Valheim. Ja, genau, das Spiel. Ja, da waren wir jetzt wirklich ein Jahr Pause. Also das ist Jahr? Wirklich... Ja, das ist schon ein Jahr Pause. Wow. It's for real. Heilige Makrele. Aber das wird wirklich, Leute, das ist jetzt mit Ansage, nach dem Spiel kommt Save the Forest. Ja, The Forest, komm, wir spielen mal The Forest nach Son of the Forest. Klingt super. Nein, Nostalgie und so. Save Valheim, so wollte ich sagen. Hey, hallo, save. Nostalgie? Ah ja. Jetzt könnten wir das Spiel dann fertig spielen mal. Wir haben es ja damals auch in der Early Access gespielt. Einen Tag lang oder ein paar Stunden. Und danach war es so verbuggt. Weil ich irgendwie in den Höhlen reingeglitscht bin. Und du und Lukas habt so viele Beine getrocknet, dass man bestimmt den Welthunger damit lösen könnte. Stimmt, ja, nie Probleme, ne? Und das Ding war ja, die haben... Irgendwie mussten wir Timmy suchen. Keine Ahnung, wo der fuck ist Timmy. Ja, ich frage mich heute noch, wo der hingeblieben ist. Das bestimmt nur Zigaretten holen. Ja, bestimmt. Da kam dann wieder und dann war Vater nicht mehr da. Das ging so, glaube ich zumindest. Also...